So, hallihallo, zu einer weiteren Folge von mir in GTA 5. Ich bin jetzt hier auf der, also zum nächsten Pointer hier bin ich losgefahren, habe den Typen ja gerade da ins Wasser gefahren mit seinem Wohnwagen und so ein bisschen Nachdruck verholfen. Ne? Und jetzt mache ich mich da, wie gesagt, auf, ich glaube nach Hause oder so, ich weiß noch gar nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt irgendwo hin. So, hier, komm. Bewegung. Alles wegholzen hier, was sieht. Aus dem Weg. Das Schöne ist, man kann auch andere Wege fahren, ne? In diesem Trailer Park. So, da bin ich. Get out of the car, Ron. Any time to think. Run! Run. So, auf jeden Fall werde ich jetzt mal gleich speichern, das weiß ich auf jeden Fall schon mal. Ne, ich brauche nur eigentlich speichern erstmal. Mann, ist das eine versiffte Bude. So, endgültig bestanden. Ja, das ist doch sehr schön, das freut mich. So, auf jeden Fall weiter. Speak. You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Oh Gott. So, wir werden jetzt erstmal ganz kurz speichern. Weil ansonsten habe ich das Gefühl, muss ich nämlich dann noch die nächste Dings auch nochmal machen. Die zurückliegende Mission und die Biker waren schon echt heftig. Genau, hier können wir schreiben. Ja, komm, ich brauche keinen neuen Spielstand. So, auf jeden Fall werden wir uns jetzt auf den Weg machen zu Ron. Der ja gerade erzählt hat, dass Mr. Cheng da im Gasthaus ist. So. Junge, Junge, ist das hier eine Bude, eine Gegend, ey, das ist ja... So. Zu den Chinesen, ne? Da wollten wir jetzt als erstes hin. Tattoo-Studio... Brauche ich nicht. Fast den Motorradfahrer weggesammelt. So, irgendwo da vorne muss er sein. So, dann müsste das eigentlich dann hier sein, ne? Das muss ja dann hier eigentlich sein, ne? Brenn deine gute Bude. Trevor, you're still banned. What about these two? Whoever wins, gets banned. He's won. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you.
Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. 我操他妈的真是玩翻了! You speak Spanish, speak it to each other! Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事,你真是太好了。你有空就加的来分飞的我。 What the fuck is wrong with him? 就是这个,就是这个,来来来来来! I'm out. No, don't go! Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. This is us. So, auf zum Messlabor. Das kriege ich noch hin. Chef, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Wie? Da kann ich nicht lang? Ah ja, okay. Na, danke, danke. He wants a good reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement. Bio-regional, locavores only. So, da sind wir. Shit, Trevor! We ain't got long! Whoa, manners, chef! These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung! Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! Der geht sogar freiwillig an. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! If I knew we were having visitors, would have done a little spring cleaning. Ortega has always been cool with us before. This is extremely unprofessional. I need another clip. Just going fucking down. So, wohin wird's hier? Scheiße.
Was geht denn jetzt hier ab? Ah, komm her hier. Here. Mensch. Alter, wie viel? Boah. Here, come. He's into our cooking time. We need to get to the front of the shop. Come on. Come. Heading that way already. So. Let's move it downstairs. Come on. Wo sind wir? Alter, die Steuerung. Da, habe ich geschafft, sauber. So, auch das habe ich bestanden, zum Glück, ey. Boah. Hey, 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 hey. So, dann gucken wir jetzt mal auf der Karte, was können wir als nächstes machen? Wir haben ja hier noch zwei, drei Sachen. Ich würde ja sagen, das da. Ja, nicht die ganzen Autos hin. Ach Mensch, sag mal, jetzt geh doch da rein da. So, auf geht's. So, hier, zack, hier einfach mal mittendrin durch. Schnell geht's schon, komm, ja? Ja, komm, freu dich. Mein Auto kaputt gemacht? Hätte doch nicht mal richtig. You're gonna meet a bitch. That's where you're gonna meet one. You know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on! My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing. All right, it didn't seem like nothing. I don't think
that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where were we exactly, up, dude, huh? Get up. I'm sorry, man. We're help! Sorry. Help! There's a guy with a gun! My face is off. Nobody talks about my shit. Wow. Oh, wie ich das hasse. Ja klar, wie ich das erneut versuche. Da musst du auch richtig gutes Aim haben. Da musst du richtig gutes Aim haben. Yeah. Ich hab da 25 schon getötet, oder nicht, ey? So wie Leichen überflattert, dass hier schon alles ist, ey. Wow. Boah, Alter. Alter, von wo kommen die alle, ey? Alter, die kommen ja von überall. Komm. Boah, Alter, das ist nur noch pure Gewalt hier und dann kriegst du das nicht hin. Ich soll 25 töten. Alter, wie wird...
vor allen Dingen, das nervt mich hier schon zum Anfang, Na, Ladesequenz? Hier, dieses hier. Drei. Volle Möhre immer drauf hier. Ah, hier, komm. Ey, erstmal ein bisschen bewegen hier. Erstmal ein bisschen echt bewegen. Oh, da kommt er da über den Berg, Alter. Ich glaube es nicht. Tja, Leute, das war mal eine weitere Folge von mir in GTA 5 hier. Den weiß ich nicht gerade, ey. Boah, da komme ich irgendwie gerade nicht mehr klar. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht, mit Kommentare, Like und Abo. Und vergesst natürlich nicht, die Glocke anzumachen. Ihr wisst ja, warum. Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denne.